Schnipp, schnapp, Haare ab. Ja, ihr habt richtig gehört, ich möchte meinem Tinker die lange Mähne abschneiden. Und nicht nur ein Stückchen, sondern echt gerne auf Sportmähne. Ich hätte aber vorher niemals gedacht, dass es Social Media technisch solch eine Diskussion auslöst. Ich habe Nachrichten bekommen, wie zum Beispiel, warum kauft man sich dann einen Tinker? Und da kann ich einmal vorab sagen, bevor ich die ganzen Pros und Kontras durchgehe, dass ich mir einen Tinker nicht wegen der Optik kaufe, sondern mir war das ruhige und freundliche Gemüt eines Tinkers wichtig. Die extrem lange Mähne und auch der Behang ist von den Menschen selber rangezüchtet. In der Natur wäre es eher kontraproduktiv. Die lange Mähne ist auch kein Fliegenschutz. Ich muss sie dauerhaft einflechten und somit bringt ihm das gar nichts. Er schwitzt wie Hulle unter der langen Mähne und muss ein enormes Gewicht tragen, was nicht gut für die Muskulatur am Hals ist. Durch den langen Behang konnte ich keine Gamaschen rummachen und somit kann ich jetzt Mauke besser behandeln. Meinen persönlichen Zeitaufwand bezüglich Flechten habe ich noch gar nicht mit reingebracht. Mein Tinker wird jeden Tag gearbeitet und steht nicht wie andere nur dumm auf der Wiese rum. Es muss praktisch und proportional